Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu unserem Wirtschaftsmagazin Makro. In wenigen Wochen gelten in Deutschland neue Rentengesetze. Sie sind ein Geschenk der Großen Koalition an die Mütter und an die geburten- und wählerstarken Jahrgänge. Es ist ein sehr teures Geschenk. Und vermutlich noch deutlich teurer, als die Politik es eingesteht, wie wir heute bei Makro hören werden. Der Aufregung über das neue Gesetzespaket ging ein zähes politisches Hin und Her voraus. Und da drängt sich die Frage förmlich auf, ob uns nicht ein X für ein U vorgemacht wird. Deutschland ist schon ein Land vom Glück geküsst. Nicht nur, dass uns die Euro-Krise verschont. Nein, wir werden bald auch etwas haben, woran lange nicht mal im Traum zu denken war. Die Rente mit 63. Abschlagsfrei für alle, die 45 Jahre lang fleißig Rentenbeiträge gezahlt haben. Diese Leute haben ihr Soll erfüllt. Das merken sie jeden Tag in den Knochen. Und deswegen ist diese Regelung gerecht. Gerecht also. Und ein wahres Wunder. Denn irgendwie hatten wir doch gerade geschnallt, dass wir bald alle bis 67 ran müssen, wenn wir im Alter überhaupt noch was zu beißen haben wollen. War das nicht so? Und war das nicht sogar alternativlos? Ja. Aber da war auch noch etwas anderes, nämlich eine Bundestagswahl. Letztes Jahr, genau. Und in diesem Wahlkampf sind die beiden großen Parteien mit üppigen Rentenversprechen gezogen. Die CDU-CSU mit mehr Rente für viele Mütter und die SPD mit der Rente ab 63. Und was hat man sich aufgeregt über das Konzept des jeweils anderen? Doch dann? Dann kam die Große Koalition und mit ihr einfach beides. Gerechtigkeit kann so einfach sein. Aber können wir uns das denn wirklich leisten? Na klar, ist doch gerade ein hübscher Überschuss in der Rentenkasse. Dumm nur, dass der durch die neuen Pläne 2017 schon wieder weg sein wird. Ist aber nicht schlimm. Danach werden einfach noch mehr Steuern als ohnehin schon in die Rentenkasse gepumpt. Wir haben's ja. Und wenn's trotzdem nicht reichen sollte, na dann kann man die Steuern ja immer noch erhöhen. Für so viel Gerechtigkeit muss man eben auch das ein oder andere Opfer bringen. Ja, aber was ist denn mit den heute Jungen? Ist das denen gegenüber nicht doch ein bisschen ungerecht? Ich halte nichts davon, Jüngere gegen Ältere auszuspielen. Ich glaube, wir haben, wenn wir die gesamte Politik dieser Bundesregierung am Ende bilanzieren werden, eine gute Generationenbilanz. Bei so viel Zuversicht beruhigt es, dass zumindest unsere Kanzlerin einräumt, dass das neue Rentenpaket zwar nicht so sehr auf Zukunftsvorsorge abzielt, dafür aber genau auf Gerechtigkeit. Tja, selbst im Paradies ist also nicht alles zu haben. Aber in Sachen Gerechtigkeit, da macht uns so schnell keiner was vor. Und obwohl das neue Rentenpaket noch gar nicht den Bundestag passiert hat, gibt es bereits eine Werbekampagne, und zwar schon seit Januar. Mehr als 1 Million Euro hat diese Werbekampagne wohl schon gekostet, weshalb der Bundesrechnungshof das Vorgehen der Ministerin offenbar gerügt hat. Die abschlagsfreie Rente mit 63, ein Geschenk, das die Jüngeren doppelt und dreifach bezahlen müssen? Vielen Menschen in Deutschland fällt es offenbar schwer, sich eine klare Meinung zu bilden, wie die Zahlen in unserem Makroskop zeigen. Wenn es um die Zukunft der Rente geht, scheinen sich die Deutschen einig zu sein. Nach einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach sehen 74% die Rentensicherheit als ein großes Problem an. Nur 14% finden die Lage nicht problematisch. Folgerichtig sagt eine klare Mehrheit, mit den aktuellen Überschüssen in der Rentenkasse sollen Reserven für die Zukunft aufgebaut werden. Nur wenige würden mit den Überschüssen das Renteneintrittsalter senken. Allerdings fanden bei der Umfrage vom Januar 74% der Befragten die geplante abschlagsfreie Rente mit 63 eine gute Sache. Und eine knappe Mehrheit ist der Meinung, Deutschland könne sich dies auch leisten.
Die Forscher vermuten, dass die Sorgen um den Zustand der Sozialkassen dann keine Rolle mehr spielen, sobald eine Ausweitung sozialer Leistungen in Aussicht gestellt wird. Aber wie soll das Rentensystem langfristig gesichert werden? Da haben die Deutschen klare Vorstellungen. 3% sehen in einer Rentenkürzung die Lösung. 18% sagen, man werde länger arbeiten müssen. 20% stimmen für höhere Rentenbeiträge. 58% sind dafür, die Rentenkassen stärker mit Steuergeld zu unterstützen. Offen blieb bei der Umfrage allerdings, ob die Deutschen dafür auch Steuererhöhungen in Kauf nehmen würden. Tja, wie viel kostet uns das neue Rentenpaket der Bundesregierung wirklich? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Reinhold Schnabel von der Universität Duisburg-Essen. Einen schönen guten Abend, Herr Professor Schnabel. Guten Abend. Sie setzen die Kosten für das neue Rentenpaket deutlich höher an als Ministerin Nahles. Worauf fußt denn da Ihre Erkenntnis? Also Frau Nahles schätzt 160 Milliarden für die nächsten 15 Jahre. Und dabei sind die Steuerausfälle und die Beitragsausfälle nicht gerechnet. Die entstehen dadurch, dass Leute früher in Rente gehen. Und das sind schon mal jährlich ungefähr 2 Milliarden. Das summiert sich auf 30 Milliarden auf die gesamte Zeit. Und dann kommt noch hinzu, dass die Bundesregierung sehr, sagen wir mal, optimistisch ist, was die Inanspruchnahme angeht. Die Bundesregierung rechnet damit, 50.000 Leute pro Jahr werden das in Anspruch nehmen. Ich rechne damit, dass es deutlich mehr werden, bis zu 100.000 Leuten. Und dann wird die Rechnung noch mal höher. Und dann kommen wir eben auf Kosten von insgesamt 230 Milliarden. Also deutlich höher, als es von der Bundesregierung angesetzt wird. Welche Folgen wird das denn haben, Ihrer Meinung nach? Es sind ja jetzt Überschüsse da in der Rentenkasse. Reichen die aus dafür? Es sind kurzfristige Überschüsse da. Diese Überschüsse werden die nächsten Jahre reichen. Die kann man aufbrauchen. Danach, und das steht ja auch schon in dem Gesetzentwurf drin, wird mehr Geld benötigt. Dieses Geld soll vom Bund zugeschossen werden. Außerdem werden die Rentenbeiträge definitiv steigen müssen. Denn wenn Sie jedes Jahr 10 Milliarden mehr ausgeben als bisher geplant, müssen Sie diese 10 Milliarden irgendwo hernehmen. Beiträge oder Steuern. Und das heißt, die jüngere Generation zahlt es mit geringeren Auszahlungen und überhaupt, dass sie mehr dafür zahlen muss und geringere Leistung hat, wenn sie die jungen Leute mal alt sind? Die jüngere Generation wird es zum Teil bezahlen über höhere Beiträge. Es wird aber auch leider so sein, dass man einen Teil dieser Versprechen wieder zurücknehmen muss, wenn die Demografie richtig zuschlägt. Und das wird sie dann ab 2020. Aber nicht nur die Jüngeren sind diejenigen, die die Leistung tragen müssen, sondern auch noch die aktuellen Rentner. Denn die Rentensteigerungen werden langsamer ausfallen, sodass also auch die Leute, die 20 Millionen Rentner, die heute in Rente sind, ebenfalls betroffen sind. Also Sie sagen, das Paket kostet uns sehr viel und es geht auf Kosten der jüngeren Generation, aber auch der älteren Generation. Nun sind ja Kosten die eine Seite der Medaille, Gerechtigkeit die andere. Könnte man nicht auch argumentieren, das Nahles-Gesetz ist eine Art von Wertschätzung für Menschen, die wirklich lange gearbeitet haben? Nein, diese Wertschätzung erfahren diese Menschen ja schon durch das Rentensystem, so wie das Rentensystem konstruiert ist. Jedes Jahr Beitrag, jedes Jahr Erwerbstätigkeit zählt ja und erhöht ja meine Rente. Insofern wird das Arbeitsleben honoriert. Wir brauchen dafür nicht noch einen Zuschlag, der für einen Durchschnittsrentner durchaus 25.000 Euro mehr bedeutet, wenn er eben 2 Jahre früher in Rente geht. Das ist das, was das pro Person, die früher in Rente geht, eben kostet. Aber, ja, Entschuldigung. Ja, und wer wird denn begünstigt? Es sind genau die Babyboomer-Generation. Wir stehen jetzt kurz davor, dass die Babyboomer-Generation, meine Generation, in Rente geht. Und für die ist dieses Geschenk gemacht. Aber kann man nicht genauso argumentieren, es kommt dadurch eine Klientel oder eine Arbeitnehmerschicht in den Genuss dieser Rente, die vielleicht auch ein härteres Arbeitsleben hatte, die zum Beispiel noch die 48-Stunden-Woche kennengelernt hat oder vielleicht geringeren Arbeitsschutz hatte als Arbeitnehmer heute? Also das kann ich überhaupt nicht sehen. Wenn, dann reden Sie vielleicht über noch ältere Jahrgänge, die hier ja gar nicht begünstigt werden. Wir reden hier über die Babyboom-Jahrgänge, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden und sozusagen im Wirtschaftswunder Deutschland zur Schule gegangen sind und aufgewachsen sind. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso man jetzt sagen kann, dass genau diese Generationen es besonders schwer hatten.
Also für Sie ist das Rentenpaket ungerecht unterm Strich. Verstehe ich Sie richtig? Ja, ja. Es ist nicht nur schwer zu finanzieren und führt zu massiven Fehlanreizen, nämlich zu Frühverrentung. Es ist auch ungerecht, gerade gegenüber denjenigen, die nicht so hohe Renten bekommen werden, die vielleicht etwas weniger als diese 45 Jahre haben werden. Überdeckt diese Debatte über dieses Rentenpaket, die wir in Deutschland sehr heftig führen, nicht vielleicht auch die Debatte über viel drängendere Probleme, zum Beispiel die drohende Gefahr von Altersarmut, die in Deutschland anwächst? Wie sehen Sie das? Genau. Das Rentenpaket, zumindest die Rente mit 63, tut überhaupt nichts gegen Altersarmut. Es ist völlig ungeeignet, denn dieses Instrument richtet sich ja gerade an diejenigen, die eine überdurchschnittlich hohe Rente bekommen. Diejenigen, die im Alter drohen, in Armut zu fallen, werden davon überhaupt nicht begünstigt. Da hat man, da muss man sagen, natürlich mit der Mütterrente gewisse armutsvermeidende Wirkungen. Das ist ein Teil dieses Pakets und das ist ja auch lange nicht so umstritten. Schönen Dank für den ersten Teil unseres Interviews. Das war Professor Schnabel mit einem klaren Plädoyer gegen die Rente mit 63. Wir sehen uns gleich zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Gut 10 Jahre ist es nun her, da verkündete uns die damalige Bundesregierung, die gesetzliche Rente alleine reicht nicht mehr. Ab sofort heißt es selber vorsorgen. Und von da an galt die private Altersvorsorge als sichere Bank. Aber wie unsicher auch dieses System ist, zeigt unser Blick auf die Lebensversicherungen. Dennoch vertrauen ihr die Deutschen seit Jahrzehnten. Sicherheit? Was für eine Sicherheit? Mein verstorbener Mann hat eine Lebensversicherung abgeschlossen. Zu meinen Gunsten. Ja, die gute alte Lebensversicherung. Sie ist den Deutschen ans Herz gewachsen. Daran hat sich trotz aller Warnungen von Verbraucherschützern bis heute kaum etwas geändert. Ihre Zahl steigt bis 2008 auf den Rekordwert von 97 Millionen. Zurzeit sind es 92 Millionen Verträge. Ihren Lebensversicherern haben viele Kunden auch in den vergangenen 10 Jahren die Treue gehalten, bei immer schlechteren Vertragsbedingungen. Denn der gesetzliche Garantiezins von 4,0% wurde mehrmals abgesenkt. Aktuell liegt er für Neuverträge bei 1,75. Ab 2015 soll er nochmal um einen halben Prozentpunkt fallen. Obendrein gingen für die Kunden die Überschussbeteiligungen von Jahr zu Jahr zurück, während die Dividenden an die Aktionäre stiegen. Beklagt Verbraucherschützer Axel Kleinlein vom Bund der Versicherten. Wir sehen sehr viele Unternehmen, denen es ausgesprochen gut geht. Zum Teil steigen die Dividenden massiv an. Ich kenne kein Unternehmen, bei dem die Dividenden tatsächlich zusammengestrichen werden an die Aktionäre. So sind die Überschüsse in 10 Jahren von 5,2 Milliarden Euro auf 14,7 Milliarden angewachsen. Doch die Versicherer weisen sie niedriger aus. Statt der 14,7 nur mit 9,7 Milliarden. Die Differenz floss in Zinszusatzreserven, Rückstellungen für schlechtere Zeiten. Für jeden einzelnen Vertrag werden hohe Mittel beiseite gelegt, um so zu tun, als würde dieser Vertrag zukünftig mit einem niedrigeren Garantiezins geführt werden. Das kostet Geld, um diese Zinszusatzreserven zu bilden. Diese Gelder werden aber aus den Überschüssen genommen. Das heißt, die Kunden bekommen weniger Überschussbeteiligung, damit diese Reserven gebildet werden. Den Vogel aber schießen die Lebensversicherer jetzt mit ihrer Forderung nach einem staatlichen Rettungspaket ab, wofür sie die Niedrigzinsphase ins Feld führen. Die Versicherungsunternehmen sind bisher sehr gut durch die Niedrigzinsphase gegangen. Den Unternehmen geht es gut, nur den Kunden geht es schlecht. Es gibt keine Notwendigkeit, hier ein Hilfspaket für diese Versicherungsindustrie aufzulegen. Im Gegenteil, was wir bräuchten, ist ein Hilfspaket für die Kunden. Die Bundesregierung soll den Lebensversicherern erlauben, noch weniger Überschüsse an die Kunden auszuschütten und die erst 2008 eingeführte Ausschüttung aus den sogenannten Bewertungsreserven aussetzen. 90 Milliarden Euro haben sich da angehäuft. Dabei bekommen viele Bundesbürger bei ihrer Lebensversicherung kaum noch ihr eingezahltes Kapital wieder raus. Sinnvolle Altersvorsorge sieht anders aus. Tja, aber wie sieht sie denn aus, diese sinnvolle Altersvorsorge? Wir hören dazu gleich noch einmal den Rentenexperten Professor Reinhold Schnabel. Geht es um die Rente, kochen in Deutschland die Emotionen hoch. Es sei denn, es geht um das Thema Flexi-Rente, denn die findet fast überall Beifall. Flexi-Rente heißt, jeder Arbeitnehmer wählt sein Renteneintrittsalter selbst aus.
Schweden praktiziert dieses Modell schon seit Jahren recht erfolgreich. Es ist 9 Uhr morgens. Marianne Jansson kommt pünktlich zur Arbeit. Marianne ist längst in Rente. Trotzdem arbeitet sie nun wieder Teilzeit im Büro einer Firma, die Haushaltsprodukte herstellt. Früher hatte sie eine eigene Firma. Jetzt hat sie den zweiten Job ihres Lebens. Es ist wirklich motivierend. Ich treffe nette Menschen. Hier gibt es interessante Produkte, ein angenehmes Umfeld, modern. Und es passiert einfach viel hier in dieser Firma. Teilzeitarbeiten im Ruhestand ein Erfolgsmodell. Die Firmen behalten so Fachkräfte mit Know-how. Anders als in Deutschland müssen keine Sozialabgaben mehr für arbeitende Pensionäre gezahlt werden, denn es gibt ja auch keine zusätzlichen Leistungen aus der Rentenkasse. Ja, man hat die Möglichkeit zu arbeiten und gleichzeitig Rente zu beziehen. Und man kann sein Pensionsalter in Schweden verschieben. Es ist vor allem der Einzelne, für den es ein Vorteil ist und für die ganze Gesellschaft natürlich auch. In Schweden gibt es die Flexi-Rente. Den Beginn kann man ab 61 Jahren frei wählen. Wer vor dem 65. Geburtstag aufhören will, muss Abschläge in Kauf nehmen. Und wer länger bleibt, kann auch bis 67 hinzuverdienen. In Deutschland kann auch eine Weiterbeschäftigung vereinbart werden, dann aber nur unbefristet. Das schreckt viele Unternehmen ab. Hier in der Rentenkasse in Stockholm gibt es auch Flexi-Rentner. In Rente zu gehen, konnte ich mir nicht vorstellen. Es ist schön, wieder gebraucht zu werden und vielleicht anderen, Jüngeren das beizubringen, was ich gelernt habe in 40 Berufsjahren. Erfahrung, Routine, auch Gelassenheit, wenn es hektisch wird. Das erhoffen sich die Chefs von den älteren Mitarbeitern. Und sie bekommen sie meist auch, so wie in der Firma von Marianne Jansson. Dann kommen wir motiviert. Du bekommst Mitarbeiter, die es nicht direkt nötig haben zu arbeiten, die es aus Spaß machen. Sie sind motiviert, mit viel Erfahrung und flexibel. Marianne sagt, ich bin hier und bereit einzuspringen, wenn ihr mich braucht. Die Zahl der Erwerbstätigen, die älter als 65 sind, ist um 80% gestiegen, seit in Schweden vor 10 Jahren das feste Renteneintrittsalter abgeschafft wurde. Viele Leiharbeitsfirmen sind entstanden, die sich auf die Vermittlung von Rentnern spezialisiert haben. Das Interesse ist wirklich sehr groß. Wir haben bisher mehr als 6.000 Rentner vermittelt und jede Woche melden sich bei uns rund 100, die im Rentenalter weiterarbeiten wollen. Skeptische Stimmen gibt es eher wenige. Das war nicht immer so. Gerade die Jüngeren fürchteten eine Zeit lang, dass die Älteren ihnen den Job wegnehmen könnten. Das ist aber nicht eingetreten. Zugleich konnte Schweden so einem Fachkräftemangel vorbeugen. Zurück zur schwedischen Rentenkasse. Kritisch sehen manche Experten, dass es kein exaktes Renteneintrittsalter mehr gibt. Und doch, die Vorteile überwiegen. Das Modell ist hochflexibel, ein Beispiel auch für andere Länder. Ich glaube nicht, dass es große technische Unterschiede zwischen Schweden und Deutschland gibt, die dazu führen könnten, dass es dort nicht funktioniert. Es gibt eben Unterschiede in der Politik. Nur deshalb gibt es eben auch unterschiedliche Rentensysteme. Nicht nur für jene, die im Büro arbeiten, ist das flexible Rentenmodell attraktiv. Immer häufiger arbeiten Rentner etwa auch im Baugewerbe. Den Rentenstart selbst bestimmen. In Schweden ist das problemlos möglich. Und was können wir von Schweden lernen? Gibt es Impulse aus anderen Ländern Europas, die Deutschlands Rentensystem nach vorne bringen? Gehen wir nun von Schweden aus in die Schweiz. Auch dort ist das Rentensystem anders als in Deutschland. Es basiert auf insgesamt 3 finanziellen Säulen. In unserem nächsten Film lernen wir eine deutsche Ergotherapeutin kennen und hören von ihr Erfahrungen in der Schweiz. Carola Moxter macht sich auf den Weg zur Arbeit. Eine knappe Stunde ist sie morgens unterwegs vom Wohnort Konstanz ins schweizerische St. Gallen, wo sie beschäftigt ist. Als sogenannte Grenzgängerin ist sie am Wohnort, also in Deutschland, steuerpflichtig. Carola Moxter schätzt die Arbeitsbedingungen, dabei nicht nur die flexiblen Teilzeitformen. Also in meinem Bereich im Spital, finde ich, sind die Hierarchien flacher. Und Verdienst ist natürlich durch den Frankenkurs auch besser. Ich finde, die haben einen hohen Standard in der Schweiz, also was die Arbeitsqualität angeht. Rentenversicherung muss sie in der Schweiz zahlen, in die staatliche Rentenkasse AHV, die sogenannte erste Säule. Ernst Knupp verwaltet ihre zweite Säule der Altersvorsorge. Er ist Chef der Pensionskasse ihres Arbeitgebers.
Rentenversicherung bedeutet in der Schweiz berufliche Vorsorge. Die ist, das ist obligatorisch, nicht freiwillig. Und da muss man einfach rein. Und in der Regel in der Schweiz gibt es halt die Pensionskassen. Unsere nennt sich Providus. Die ist vom Arbeitgeber Kinderspital organisiert. Jeder Arbeitgeber kann eine eigene Kasse führen oder sich an einer anderen beteiligen. So sollen Grundsicherung plus zusätzliche Rente zu auskömmlichen Alterseinkünften führen. Das System in der Schweiz, Drei-Säulen-System, ist ja, dass sie mit der ersten Säule eigentlich die Lebenserhaltung, die Grundbedürfnisse finanzieren können, oder? Und dann mit der zweiten Säule ist die Idee, dass sie, man kann das so schätzen, mit 2/3 des bisherigen Einkommens, dass sie eigentlich ihren bisherigen Lebensstandard finanzieren können, ohne Luxus, oder? Das ist die Idee. Und dann gibt es die dritte Säule, die können Sie selber gestalten als private Säule, quasi eigenverantwortlich, oder? Carola Moxter verzichtet derzeit auf die dritte Schweizer Säule. Sie hat auch noch Rentenansprüche in Deutschland. Bleibt die Frage, ob das schweizerische System uns in Deutschland als Vorbild dienen könnte, zumal dort in die erste Säule alle Beschäftigten einzahlen müssen und nicht wie bei uns Beamte und Selbstständige an der Grundsicherung über die Rentenkasse sich nicht beteiligen. Alter ist ein Verdienst, so würde der Schweizer sagen. Und im Alter kann man sich nicht selbst helfen, also muss das die Gemeinschaft sein. Und hier haben wir auch eine massive Umverteilung zwischen Arm und Reich. Denn es gibt ja jeder, egal, einen proportionalen Satz seines Einkommens und jeder kriegt ein Einheitsrentenniveau letztlich damit finanziert. Rentenunterschiede in der Schweiz entstehen dann aus der zweiten und der dritten Säule. Aber auch dieses System schützt auf Dauer nicht vor Leistungskürzungen. Ja gut, die Schweiz hat ja schon Rentenreform gemacht. In der Schweiz ist man ehrlich und nummeriert sie ja durch und sagt da nicht irgendwelche schönfärberischen Sachen. Jede Rentenreform in der Schweiz war, wie jede Rentenreform bei uns in Deutschland, auch immer eine Rentenkürzung. Das muss man sich ganz klar machen. Wenn immer weniger für immer mehr, immer länger Rentenansprüche zu finanzieren haben, und das ist in der Schweiz wie in Deutschland dasselbe, dann müssen wir anpassen. Und darum erachtet der Rentenexperte das Schweizer System auch nicht als Vorbild für Deutschland. Also man muss immer wirklich aufpassen. Die Kirschen im Nachbarsgarten schmecken besser. Und sobald der Kirschbaum verpflanzt ist, sind das die eigenen. Wir haben unser System, das ist vernünftig, es ist sehr ausgereift. Wir haben unser System auch ziemlich nachhaltig gestaltet in den letzten 15 Jahren, wenn man es in Ruhe ließe. Und für den Einzelnen ist das mit der Rente ja ohnehin oft so eine Sache. Auch Carola Moxter konzentriert sich lieber auf die Vorbereitungen für die Arbeit als Ergotherapeutin mit ihren kleinen Patienten. Und hat zu Hause die Kruschelkiste für die Rentenbescheide. Man bekommt ja jedes Jahr so einen Wisch, das schmeiße ich da rein. Aber ganz ehrlich, mir kommt das noch weit weg vor, die Rente. So richtig drum kümmern, mache ich nicht. Aber die erste und die zweite Säule sind in der Schweiz ja verpflichtend. Auch ohne sich groß zu kümmern, sind ihr diese Zahlungen im Alter sicher. Ja, und damit willkommen zurück, Professor Reinhold Schnabel von der Uni Duisburg-Essen. Wir haben gerade im Film die Schweiz kennengelernt und ihr System mit drei Säulen. Wäre das auch ein System für Deutschland? Das wäre kein System für Deutschland, weil wir bisher ein System haben, aus dem können wir nicht einfach so aussteigen. Wir haben ja eine erste Säule und die ist ja sehr, sehr groß und auch relativ teuer. Und die leistet wesentlich mehr als die Schweizer erste Säule. Was sollen wir jetzt mit unserer ersten Säule machen? Sollen wir die eindampfen und die ganzen Rentenansprüche, die über die letzten Jahrzehnte gesammelt wurden von der Bevölkerung, sollen wir die irgendwie nicht mehr honorieren? Das geht nicht. Also wir kommen von unserem System der gesetzlichen Rentenversicherung nicht runter. Wir können das ja nicht eindampfen. Also was wir können, ist die zweite und die dritte Säule ausbauen. Hat man versucht mit der Riester-Rente, die zweite Säule, die betriebliche Rente. Das ist ein Punkt, wo wir natürlich tatsächlich noch viel mehr tun könnten. Hier hat ja die Abdeckung der Bevölkerung deutlich abgenommen. Aber ich möchte trotzdem noch mal auf die erste Säule zu sprechen kommen, ob nicht doch Modifikationen denkbar wären. Zum Beispiel in der Schweiz zahlen in dieses Modell alle ein, also auch Beamte und Selbstständige. Ja. Das wird ja auch für Deutschland immer wieder gefordert, dass man die Zahlungen auf mehr Schultern verteilt. Wäre das nicht gerechter, auch für Deutschland? Das ist keine schlechte Idee und es ist eine Idee, die ja auch von mir und meinen Kollegen schon mal formuliert wurde vor langer, langer Zeit. Diese Idee hat aber einen Haken. Unser politisches System in Deutschland ist völlig anders und die Gefahr würde bestehen, dass diese zusätzlichen Beiträge, die von den Selbstständigen und den Beamten eingezahlt werden, unmittelbar verwendet werden würden, um die
Renten der heutigen Bestandsrentner deutlich zu erhöhen. Also das Geld würde verprasst werden. Ich habe kein Vertrauen in die deutsche Politik, sinnvoll mit einem solchen Systemwechsel umzugehen. Sie sagen also, das Schweizer Modell wäre mit anderen Worten kein Modell für Deutschland. Aber was ist denn mit dem schwedischen Modell, das wir kennengelernt haben, diese Flexirente? Was halten Sie davon? Das ist ein sehr gutes Modell. Und man muss dazu sagen, wir haben ja einen Teil davon. Also unser Rentensystem bietet diese Flexibilität. Sie können ja mit 62 in Rente gehen. In Schweden ist es 61. In beiden Ländern muss man natürlich Abschläge in Kauf nehmen, wenn man vor dem Standardalter in Rente geht. In beiden Ländern kann man länger arbeiten und bekommt dann deutlich höhere Renten. Insofern ist die Flexibilität des Rentensystems in Deutschland da. Was aber das Problem ist, ist die arbeitsrechtliche Seite. Die Unternehmen sind nicht bereit, Beschäftigte über das 65. Lebensjahr hinaus zu behalten, weil sie dann Gefahr laufen, dass sie einen Daueranspruch bekommen und sie die Leute bis zum Tod beschäftigen müssen. Also Sie sagen, das schwedische Modell ist schwer vorstellbar, das Schweizer Modell ist schwer vorstellbar. Sie haben sich gegen die Rente mit 63 ausgesprochen. Mich würde aber interessieren, was ist denn Ihr Modell, wie man das deutsche Rentensystem zukunftsfähig machen kann? Also das deutsche Rentensystem ist, wie Herr Raffelhüschen gerade gesagt hat, zukunftsfähig gewesen, wenn man es in Ruhe lassen würde, könnten wir damit sehr gut leben. Natürlich sind immer kleine Modifikationen erforderlich. Die kann man machen, ohne das System in Frage zu stellen. Was jetzt gemacht wird, genau das stellt unser System in Frage, wenn wir jetzt wieder auf Frühverrentung gehen. Wir können allerdings einiges gegen Altersarmut noch tun. Wir können viel tun, um die Erwerbsminderungsrenten besser zu machen. Da wurde ja auch Gott sei Dank ein bisschen getan. Also es gibt schon einiges, was man verbessern kann. Aber wir hören doch immer wieder, dass unser Rentensystem so nicht trägt, wie aufgrund des demografischen Wandels etc. Nun sagen Sie, es trägt an sich so. Aber wie erklären Sie sich das? Es gibt immer wieder einige Leute, die sagen das. Das ist eine unbegründete Panikmache. Wir haben eine lange Serie von Rentenreformen gehabt, seit den 90er Jahren. Und die haben dazu geführt, dass unser System nachhaltig geworden ist. Wir können bis 2030 den Beitragssatz unter 22% halten. Nur das wird jetzt von der jetzigen Bundesregierung aufs Spiel gesetzt. Das ist das Problem. Und einige Detailprobleme muss man natürlich lösen. Das heißt, unser System ist nicht perfekt, wird nie perfekt sein. Da gibt es natürlich Reformbedarf. Also unser Rentensystem hat an sich Bestand, wenn man politisch nicht so viel dran herumarbeitet, wenn ich Sie richtig verstehe. Schönen Dank, Professor Schnabel, dass Sie heute Abend bei uns waren. Gerne. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, liebe Zuschauer, dann gehen Sie bitte jetzt in unseren Makroblog. Dort steht Ihnen Professor Schnabel noch für weitere Fragen eine Weile zur Verfügung. Heute in aller Woche wird der Bundestag das umstrittene Rentenpaket der Regierung verabschieden. Am 1. Juli wird es dann in Kraft treten. Unsere Sendung dazu können Sie übrigens auch noch mal in voller Länge anschauen. Liebe Zuschauer, den Link dazu finden Sie auch auf unserer Homepage. Bis nächste Woche. Tschüss und auf Wiedersehen.